Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Daily Mentee, zu einem neuen Vlog und ja, ich starte diesen Vlog ein bisschen anders. Ich bin gerade, wie man unschwer, glaube ich, erkennen kann, im Büro und sollte gerade im Hintergrund irgendjemand laut sprechen, lasst euch davon jetzt nicht irgendwie beirren, das ist gerade irgendjemand, der im Flur rumläuft und telefoniert. Ja, ich bin gerade alleine im Büro und muss hier noch ein paar Sachen machen, weil wir jetzt auch noch was zu tun haben, die nächsten paar Tage hier im Büro und ein paar Meetings haben und so, und da soll es ordentlich aussehen. Und wir haben, um ehrlich zu sein, das Büro ein bisschen vernachlässigt. Aber darum geht es jetzt eigentlich gerade nicht. Und zwar geht es darum, dass ich auch im Namen von Tobi erstmal mich entschuldigen möchte, dass wir die letzten 2 Wochen gerade nicht sehr regelmäßig hochgeladen haben, dass hier und da mal das nicht geklappt hat. Zum einen lag es am schlechten Internet, als ich auf dem Junggesellenabschied war. Tobi war ja auch unterwegs. Dann kam noch hinzu, dass wir ja natürlich auch der lieben Paddy gerne den Vortritt lassen wollten bei ihrem Video für den Junggesellenabschied. Und da haben wir dann direkt gesagt, okay, komm, dann lassen wir jetzt einfach ein bisschen ausfallen. Entspannen beide mal ein bisschen. Also ich halt dann mit den Mädels oder mit Nina dann am Anschluss. Und Tobi macht auch mal ein bisschen ruhig. Und das war eigentlich so der Grund, warum ein paar Mal die Vlogs nicht kamen. Der andere Punkt ist auch, dass wir derzeit mit unserem Internet so ein bisschen am Hagern sind. Das liegt nicht an unserem Internet an sich, sondern das liegt derzeit an dem Anschluss bei uns im Haus. Und ja, da ist auch so ein bisschen alles durcheinander, weshalb es dann manchmal 10 Minuten dauert, das Video hochzuladen. Manchmal dauert es dann auf einmal 4 Stunden und das ist alles so ein bisschen... der andere Punkt, der jetzt gerade ist, ich wollte euch mal kurz updaten. Also das ist jetzt nur mal eine kleine Erklärung, wieso, weshalb, warum. Aber trotzdem, es tut uns einfach super leid, weil ihr kennt uns eigentlich 19 Uhr pünktlich, kommt der Vlog online. Und es kam bis jetzt auch echt sehr selten vor, dass wir nicht hochgeladen haben und nicht Bescheid gesagt haben. Das ist auch wirklich nicht mit Absicht. Und das wird sich auch bald wieder alles richtig einreihen und dass das auch nicht mehr passiert. Ja, und zum anderen ist jetzt nochmal so ein kleines Update angebracht. Im Moment ist bei uns auch ziemlich viel los in der Familie und ja, Tobi hat sich blöderweise auch eine Bronchitis eingefangen. Dem geht es auch gar nicht gut. Ich merke auch, dass ich generell auch ziemlich geschwächt bin im Moment. Wir merken einfach, dass wir hier gerade in so einem kleinen Loch sind, dass wir sehr, sehr K.O. sind. Von vielen Sachen, wo ihr auch nicht wirklich viel mitbekommt und so, gerade auch was die Oma angeht und hin und her, das, ja, ganz viele andere private Sachen, die wir so einfach nicht teilen. Es hat noch nicht mal was mit der Arbeit wirklich zu tun und ja, im Moment, glaube ich, brauchen wir einfach mal eine kleine Pause, dass wir uns einfach mal wieder so ein bisschen zu Kräfte kriegen und wieder so ein bisschen wieder klarkommen und klar denken können, ein paar Sachen erstmal so ein bisschen sortieren können in der Hinsicht, dass wir wissen, okay, das läuft, das läuft, das läuft. Ja, eigentlich so viel dazu. Deswegen werde ich euch jetzt die Dateien, die wir jetzt die Tage, also die wir jetzt, ich glaube, vorgestern aufgenommen haben, im Anschluss mal kurz dranhängen, dass ihr einfach nochmal so ein bisschen was zu sehen habt. Aber letztendlich müssen wir jetzt einfach mal gerade ein bisschen Zeit für uns haben. Tobi geht's eh nicht so gut und ja, deswegen wollten wir euch eigentlich nur sagen, dass wir ab Samstag wieder loslegen. Und dass wir uns, wie gesagt, auch dafür entschuldigen, dass wir jetzt ja, die letzten Tage relativ unregelmäßig hochgeladen haben. Natürlich, wie gesagt, auch im Namen von Tobi. Der liegt allerdings jetzt gerade im Bett und da gehört er auch hin. Und ich will auch gar nicht, dass er jetzt für die Kamera kommt. Deswegen habe ich gesagt, mache ich das. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr seid nicht sauer. Und mehr als das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Und ich kann euch nur sagen, dass es wieder so wird wie früher jetzt bald. Und gibt uns einfach ein bisschen Zeit. Und ich denke mal, Samstag oder Sonntag geht es dann wieder los. Und ja, bis dahin fühlt euch gedrückt. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei den 2, 3 Aufnahmen, die wir noch vor 2 Tagen gemacht haben. Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei den Wolves. Und der Tobias und ich, wir tauschen jetzt. Wir sind jetzt noch 1 Stunde ungefähr von zu Hause entfernt. Tobi ist jetzt die erste Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte gefahren. Ich fahre jetzt die zweite Hälfte. Kilometer. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich habe eine Bronchitis oder so, Leute. Richtig ja, krass. Wir gehen am Dienstag, kriege ich meine 2. Tollwutimpfung. Und da kommt Tobi dann direkt mit und dann guckt sie mal in ihren Hals rein, weil ja, er hustet sich halt die ganze Zeit hier einen ab. Ich habe auch nur Husten. Ich ja, habe nichts anderes. Kein Fieber, nichts. Aber das checkt man am Dienstag mal ab. Ja, wie gesagt, jetzt geht's nach Hause. Heute Abend kommt mein Bruder vorbei und
Und zu Hause haben wir eben gesagt, legen wir uns auf jeden Fall nochmal für 2 Stunden hin, weil wir sind relativ spät gestern Abend ins Bett gegangen und heute Morgen, Tobi war relativ früh auch schon wach und wir sind ein bisschen wach geworden, weil Anna und Kat sind ja nach New York geflogen und Anna war dann noch ein paar Mal in einem Zimmer drin bei uns, hat noch ein paar Sachen rausgeholt und wir haben beide also heute Nacht voll den leichten Schlaf gehabt. Da kann man jetzt auch nichts machen. Dann sind wir halt wach gewesen, so ab 6 ungefähr. Und die 2 Stunden sind wir dann halt so nur gedöst. Deswegen holen wir noch 2 Stunden nach. Heute ist Pfingstsonntag und ja, so sieht's aus. Eure Pfingstigkeit. Eure Pfingstigkeit. Ja. Wir sind wieder zu Hause und haben uns ein bisschen ausgeruht. Alter Schwede, was für einen heftigen Husten. So, ob das so eine Bronchitis oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich sie angefangen habe, ist auch egal. Wir bekommen jetzt Besuch und zwar John kommt. John übernachtet auch heute bei uns. Ja, und werde jetzt gleich wahrscheinlich erstmal was essen. Boah, ich bin mega müde, ich habe glaube eben 3 Stunden gepennt. Boah, ein komplett Knockout. Ich glaube, das liegt aber auch an dem Zeug, was ich nehme gegen den Husten und so. Macht mich wieder ein bisschen müde. Gleich klingelt und dann sehen wir uns gleich. Wir haben gerade was zu essen bestellt und mein Bruder ist da und die schauen gerade Formel 1. Und ja, bei uns zieht sich gerade übrigens auch ein bisschen zu. Die Kätzchen genießen trotzdem hier gerade noch ein bisschen, ne? Für den Abend draußen. Und mein Bruder hat sich übrigens eine neue Kamera geholt. Voll cool. Ja, also jetzt gleich wird erstmal gegessen. Und dann zeigen wir euch, was es gibt. So, Pizza Nummer 1. Pizza Nummer 2. Schmeckt's? Normal. Sehr gut. Ja, und dann 17 noch Pizza-Brötchen. Ja, genau. So, Leute, wir gehen jetzt auch schlafen und wünschen eine gute Nacht.